Was geht, Sportfreunde? Ich begrüße euch zu einem neuen Video, einer neuen Folge Kochen mit Kai. Und heute gibt es ein Rezept, auf das viele von euch, die mir hoffentlich bei Instagram folgen, lange gewartet haben. Seitdem ich dieses Rezept, sag ich mal, für mich entdeckt habe, habe ich den Quark bisher nicht mehr anders gegessen. Also es ist wirklich das ultimative Protein-Dessert. Sehr, sehr wenig Kalorien, also perfekt für die Diät geeignet. Ich habe vor, ein bisschen Sport zu machen, wollte halt was abnehmen. Oh, das ist aber toll. Es ist, hat relativ viel Volumen, heißt man hat auch einen gewissen Sättigungseffekt davon. Natürlich einiges an Eiweiß und lasst uns einfach mal loslegen, was wir brauchen. Auf der einen Seite der Magerquark. Der Magerquark als altes Ritual, die man so vor dem Schlafen zu sich nimmt, sag ich mal, heißt perfektes Protein-Dessert insofern auch, dass wenn man zum Beispiel gefastet hat, man hat sich richtig schön Mehl reingehauen und möchte irgendwie sowas richtig cremiges, fluffiges, eisiges, dann brauchen wir genau davon 250 Gramm. Danach brauchen wir noch gefrorene Beeren. Es ist egal, welche gefrorenen Beeren ihr benutzt. Ich habe jetzt hier in dem Fall nur noch 200 Gramm von den Erdbeeren gehabt und habe jetzt einfach noch 50 Gramm verschiedene Waldbeeren dazugegeben. Schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig geil. Das Wichtige ist einfach, dass die Beeren gefroren sind. Dann etwas Süßungsmittel, in dem Fall Smacktastic, hat wirklich kaum Kalorien und schmeckt dafür richtig geil in Quark, in Kaffee, in allem möglichen. Dann brauchen wir noch zwei Eiklar. Eier! Ich sag ja Eier, wir brauchen Eier! Da könntet ihr natürlich einfach ganz normale Eier nehmen, frische Eier, das Eigelb dafür was anderes verwenden. Aber da sagt man natürlich so rohe Eier, also unterm Strich wird es roh bleiben, das Ei. Und da muss man natürlich, muss jeder selber wissen, ob er das riskieren will. Das ist jetzt einfach Eiklar in einer Packung, sag ich mal, die, wo das Ei, glaube ich, dann auch pasteurisiert, genau, pasteurisiert und sicher ist, damit man da irgendwie keine Salmonellenvergiftung oder so bekommt. Und zu guter Letzt darf natürlich der Oreo-Keks nicht fehlen. Den könnt ihr dazu machen, müsst ihr aber nicht, aber ich finde das immer so ein geschmackliches Highlight, wenn man da noch so einen gewissen Crunch drin hat. Wir legen los und es geht direkt los, indem wir hier einmal unseren Standmixer benutzen. Da kommen jetzt als erstes die Früchte rein. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. 2000 Jahre später. Das sieht richtig, richtig gut schon aus. Da einmal kurz einen Blick reinwerfen. Ah, wunderbar. Ihr seht jetzt schon, wenn ihr hier mal reinguckt, das ist schon ziemlich eisig. Jetzt müssen wir den ganzen Spaß einfach nur da rauskratzen. Dann würde ich reinwerfen. So sieht es dann aus. Und da geben wir jetzt einfach zwei Eiklar zu. Das Schöne ist bei den Dingern, dass sie hier an der Seite schon so einen Messbalken haben. So, das passt. Ein Scoop Smacktastic rein. Schön großen. Mag süß. Etwa 250 Gramm, vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich mache immer so ungefähr die Hälfte. Knall ich jetzt hier rein. Einmal kurz selber mit der Hand durchmengen. Jetzt nehmen wir unseren Handmixer. Jetzt heißt es wirklich rühren, rühren, rühren. Etwa 2 bis 3 Minuten. Wenn ihr so ein Ding nicht habt, dann wird es ab jetzt auf jeden Fall nochmal Muckiarbeit. Und dann erhaltet ihr eine ganz, ganz schaumige, fast schon Creme. Je mehr Power euer Handmixer, desto besser wird das natürlich und desto eisiger bleibt das dann auch. Man kann das jetzt noch wunderbar entweder 20 Minuten in das Gefrierfach stellen, dann wird es auch noch mal ein bisschen mehr eisig, sag ich mal. Aber das ist jetzt schon richtig, richtig geil. Oreo-Keks einfach nur drüber. Eventuell ein kleines bisschen umrühren. Und fertig ist euer Quark-Protein-Fluffel. Fluff. Fluff. Mega geil. Es schmeckt nicht mehr nach Quark. Es schmeckt einfach nur noch wie so eine Eiscreme. Mega geil. Durch das Eiklar wird es halt so richtig fluffig, schaumig.
Und das ist einfach nur richtig, richtig lecker. Nie wieder was anderes. Probiert es einfach mal aus. Ist mit ein bisschen Aufwand verbunden. Der eine oder andere von euch, ihr seht es vielleicht im Hintergrund, mein Frauchen hat sich einen Thermomix gekauft. Da kann man das auch wunderbar drin machen, weil der noch ein bisschen mehr Power hat, sag ich mal. Wenn man da wirklich auf volle Umdrehungsstufe einstellt, ey, dann kommt da eine Sahne raus. Ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber auch schon so kann man das mit einfachsten Mitteln nachmachen, sag ich mal. Und es schmeckt richtig, richtig gut. Checkt das aus. Könnt mich gerne in eurer Insta-Story verlinken, falls ihr es nachmacht. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Koch mit Kai. Haut rein. Ciao, ciao.